Herzlich willkommen zu einem weiteren Hardware-Looks-Review. Heute mit dem Motorola Razr, das von Motorola als das beste Android-Smartphone angepriesen wird. Hardware-technisch hat es zumindest schon mal einiges zu bieten. Und zwar hätten wir da Android 2.3 HSPA-Unterstützung, 2x1,2 GHz Dual-Core-CPU, 1 GB RAM, ein 4,3-Inch Display mit 960x540 Pixeln Auflösung, Super AMOLED, aber Pentile. Das Ganze vorne aus Gorilla Glas, hinten gibt es noch eine Kevlar-Schicht, das zeige ich gleich. Eine 8-Megapixel-Kamera, 1080p Videoaufnahme, Bluetooth 4.0, Micro USB 2.0, WLAN, Micro HDMI-Anschluss oben. 3,5 mm Klinke-Anschluss und ein Micro SD-Card-Slot. Ja, insgesamt wiegt das Gerät 127 Gramm, ist knapp 131 mm hoch, 68,9 mm breit und an der dünnsten Stelle 7,1 mm. Damit ist es relativ dünn für so ein Gerät und lässt sich auch relativ gut greifen. Wir gehen einfach mal rum. Hier vorne sieht man eine Frontkamera, so leicht. Etwas asymmetrisch angeordnet, unten drunter die vier Android-Buttons, Mikrofon ist hier unten noch, dann an dieser Seite ist der Power-Button und die Lautstärke-Wippe. Auf dieser Oberseite ist der 3,5 mm Klinke-Anschluss, Micro-USB und Micro-HDMI. Auf dieser Seite kann man hier diese Klappe offen ziehen und erreicht dann SIM-Karten und Micro-SD-Slot, denn der Akku ist nicht entnehmbar. Auf der Rückseite, wie gesagt, schon diese Kevlar-beschichtete Rückseite, fühlt sich sehr gut an, fühlt sich leicht gummiert an, liegt auf jeden Fall sehr gut in der Hand, sehr stabil, auch trotz dieser geringen Dicke sehr verbindungssteif, und hier oben sieht man, ist es natürlich nicht 7,1 mm, sondern etwa 11, 11, noch was, aber ich denke, das ist vernachlässigbar, wenn man sich anguckt, alleine diese Gesamtdicke, das ist schon sehr nett gemacht. Ja, hinten drauf Kamera, LED-Flash, Lautsprecher und unten sieht man ist gar nichts. Design, relativ schick, relativ breit geraten das Gerät, hat so einen relativ breiten schwarzen Rand ums Display. Es ist natürlich Geschmackssache, es ist sehr speziell, so ein sehr spezielles Design, aber insgesamt finde ich, dass Motorola hier relativ gute Arbeit geleistet hat. Das Gerät fühlt sich sehr wertig an, ist nicht allzu schwer geraten mit seinen 127 Gramm und ist auf jeden Fall, kann auf jeden Fall in der Top-Liga der Android-Telefone mitspielen, wenngleich es auch Geräte wie das Galaxy Nexus gibt, die eine höhere Display-Auflösung haben. Gut. Machen wir das Gerät einfach mal an. Hier sehen wir schon Lockscreen. Auf dem Lockscreen kann ich das Gerät lautlos schalten. Ich kann direkt Zugriff auf die Kamera durchführen und ich kann es natürlich unlocken. Ja, hier sehen wir jetzt das Android ROM. Hier ist kein Moto Blur drauf, sondern nur eine leicht angepasste Version des Android 2.3 ROMs. Und Motorola hat hier eher grafische Anpassungen und ein paar Widgets eingefügt, um das Ganze ein bisschen ansprechender zu machen. Design passt sehr gut zum Äußeren, ist sehr schnittig, schnittiges Hintergrundbild auch hier. Und man sieht auch, dank dieser 1,2 GHz CPU, es läuft super flüssig. Ja, das ist der Vorführeffekt. Ja gut. Man sieht hier 2, 4, 5 Homescreens. Schnellwahl über die Home-Taste und man kommt zum gewünschten Bildschirm. Zu Android 2.3 brauche ich glaube ich wenig sagen. Hier die Benachrichtigungsleiste, so leicht durchsichtig, alle Benachrichtigungen im Überblick und so weiter und so fort. Ansonsten Widgets, zum Beispiel dieses Favoriten-Widget, kann ich mal was einfügen, kann ich jetzt mal so machen. Dauert eine Sekunde und dann sieht man die hier. Kann man zum Beispiel auch, wenn man draufklickt, kann man denen schnell eine E-Mail schreiben, anrufen, er fragt dann nach der entsprechenden Nummer. Es funktioniert sehr gut, ist ein sehr praktisches Widget,
braucht man mehr als 4, zieht man dieses Widget einfach hier runter, schön animiert. Und dann hat man 4, 8, 12, 16, 20 Plätze für Schnellwahlkontakte. Das hat Motorola hier sehr schön gelöst. In der Größe verändern lässt sich das nicht. Wie gesagt, es lässt sich hier nur so aufziehen. Und man kann dann trotzdem noch Dinge darunter platzieren und es auf- und zuklappen. Ja, die Widgets lassen sich hier natürlich in der Größe ändern. Es funktioniert ganz gut und sie zeigen dann natürlich auch mehr an. Das ist auch wirklich ganz angenehm. Im Querformat funktioniert das Ganze natürlich nicht. Android-typisch, das geht nur in den entsprechenden Hacks. Hier sieht man soziale Netzwerke, ich habe mal ein paar eingefügt und dieses Widget funktioniert auch ganz zuppig, also da läuft alles ganz, ganz flüssig. Und man hat hier selten irgendwelche Hänger oder man muss auch selten auf irgendwas warten. Ich kann zum Beispiel mit die Kamera-Applikation starten. Man sieht, es geht echt relativ schnell. Und schon ist man in dieser Kamera-Applikation, in der man verschiedene Dinge einstellen kann oder direkt Fotos schießen kann. Was leider immer ein bisschen lange dauert, also es gibt hier noch keine Fast-Shutter-Funktion oder ähnliches, wie man es zum Beispiel von Android 4.0 gewohnt ist. Apropos Android 4.0, ein Update ist von Motorola angekündigt worden. Wie das mit den Updates bei Motorola ist, gibt es natürlich keinen Termin. Das heißt, es kommt irgendwann. Man sollte sich nicht drauf verlassen. Aber das braucht man auch gar nicht bei dem System, was drauf ist. Es ist im Moment eigentlich noch top aktuell und funktioniert wirklich sehr gut, sehr flüssig. Zum täglichen Nutzen braucht es eigentlich kein Android 4.0. Ja, wir schauen einfach nochmal in den Browser rein, der war eben da. Hier sieht man jetzt diese von Motorola angepasste Tastatur. Netterweise lässt sich auch Swipe auswählen, es ist jetzt Swipe. Und die andere Tastatur sieht dem Ganzen aber sehr ähnlich, ist nur noch ein bisschen größer geraten. Wir bleiben mal bei Swipe. Ha, hat er noch nicht gelernt. Dank des großen Displays lässt sich wirklich sehr gut surfen und Text lässt sich auch recht gut auswählen im Browser. Das funktioniert alles ohne Probleme. Man sieht hier diese Formatumschaltung. Es geht in Ordnung schnell, also es dauert immer einen Moment, dafür ist die Animation recht schön gelöst. Gut, wir haben es jetzt hier im Querformat. Man sieht, man kann den Text einigermaßen lesen, aber zum angenehmen Lesen muss man doch schon immer noch ein bisschen ran. Es ist halt keine HD-Auflösung, sondern in Anführungsstrichen eine niedrigere Auflösung, die aber durchaus ausreichend ist. Ich meine, so kann man ja schon recht gut surfen. Und man hat auch gesehen, es ist relativ schnell. Man kommt relativ schnell in die Artikel und das dauert alles nicht so lange. Wir können jetzt mal hier so ein Bild vergrößern. Das lässt sich jetzt nicht vergrößern, aber wir können reinzoomen. Sieht auch das. Funktioniert ganz ohne Probleme. Rein, rauszoomen. Können wir ins Forum gehen. Auch das Forum lässt sich hier selbst ohne App recht gut bedienen, wobei es mittlerweile natürlich auch die Hardware-Lux-App für Android gibt, kostenlos im Android-Market, könnt ihr euch da runterladen. Man sieht, es funktioniert alles ohne Probleme. Sowohl Hoch- als auch Querformat ist alles sehr angenehm lesbar und funktioniert auch gut. Ja, die 4 Android-Buttons leuchten je nach Helligkeit. Da sieht man es. Und wenn es hell genug ist, dann geht die Beleuchtung einfach aus, um Strom zu sparen. Gut, soweit war es das mit dem Motorola Razr. Ihr seht, es ist schnell, schnittig und funktioniert wirklich gut. Erwerben könnt ihr es zum Beispiel bei unserem Partner getgoods.de. Es müsste aktuell um die 470 Euro liegen. Ist also nicht gerade günstig, aber ich würde behaupten, wer genau nach so einem Gerät sucht,
da ist es das Geld auf jeden Fall wert. Ansonsten sollte man auch nochmal einen Blick auf das Galaxy Nexus werfen mit aktuellem Android 4.0, ähnliche Preisregion, ähnliche Hardware, nur ein bisschen hochauflösenderes Display. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wenn wie immer Fragen sind, in den Feedback-Thread oder als Kommentar unter das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.